Bachschmiede in der Bachschmiede. Dieses und viele andere Werke rund um die Heimatgemeinde Waldsitzenheim sind ein beliebtes Motiv des Malers. Und so wie es sich für einen echten Künstler gehört, gab sich Dominik Kaluza an diesem Abend sehr geheimnisvoll. Das lag aber nicht an ausgeprägten Künstlerallüren, sondern an einer Stimmbandentzündung. Als Sprachrohr hat er dann einen gefunden, der ihn wohl am besten kennt, nämlich seinen Vater. Er erklärt uns, wie er als Autodidakt zur Kunst gekommen ist. Also er hat ja eigentlich nie eine besondere Ausbildung in die Richtung gemacht. Er hat die HTL Grafikdesign in Linz besucht und hat da die Grafik erlernt, war halt dort dann später in seinen Arbeitsstellen immer gefragt, weil er eben gut zeichnen hat können. Und das hat ihm sicherlich meiner Meinung nach geholfen. Aber dass er eben dorthin gekommen ist, wo er jetzt ist, das ist eben auf sein Mist gewachsen, sagen wir mal so. Schon als kleiner Bub hat Dominik Kaluza mit seinem Talent auf sich aufmerksam gemacht. 2009 hat er seine erste Ausstellung in der Bachschmiede. Und auch da waren Bilder aus der Heimat dominierend. Aber nicht nur Landschaftsbilder sind seine Leidenschaft. Auch in der Maltechnik ist der Künstler extrem vielseitig. Auf der Ausstellung findet man Zeichnungen mit Graphitstift, ebenso wie Bilder, die mit Acrylfarben gemalt oder gespachtelt wurden. Manche Bilder wirken dabei so lebendig wie eine Fotografie. Als könne man sie zum Leben erwecken. Also das Handwerkliche beherrscht er vollkommen. Er kann aber auch andere Techniken, er kann Spachteltechniken. Er ist, wie gesagt, ein solider, grundehrlicher Künstler. Er selbst will sich nicht festlegen auf eine Linie. Seine Landschaften, Fossilien und auch Bekannte könnte man unter dem Titel Bilder der Heimat bezeichnen. Und so heimatverbunden Dominik Kaluza ist, so heimatverbunden ist auch sein Vorbild, wie der Walser Heimatmaler Johann Berger. Ob ein- oder mehrfarbig, seine Landschaften strahlen etwas Beruhigendes aus. Der Künstler hat ja die Möglichkeit, unsere Landschaften hier in der Umgebung von Wals so zu malen, wie die Natur ursprünglich war, also ohne Lärmschutzwände, ohne Leitungen und dergleichen. Das hat er auch tatsächlich gemacht. Ich sehe gerade da hinüber auf den Wartberg, den man ja so eigentlich gar nicht sieht, weil von der Autobahn die Lärmschutzwände dazwischen sind. Ne? Ob der Walser Birnbaum oder der Wartberg. Für Dominik Kaluza ist das Salzburger Land der schönste Fleck auf der Welt. Und somit dürfen wir uns noch auf viele weitere Bilder aus Salzburg freuen.